Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Auch den dritten Knochen jetzt wollen wir natürlich noch fangen. Und den gibt es hier in Florida, denn da heißt logischerweise auch Florida-Knochenhecht. Also werden wir den auch hier fangen können. Und deshalb werden wir hier gleich starten. Aber vorher gucken wir uns natürlich das Equipment an, was wir für den verwenden werden. Da haben wir hier wieder unseren größten Schnittköder. Wir können natürlich auch hier die anderen Köder benutzen, wie die Elritze oder den Krebs. Aber da kriegen wir dann durchaus den Augenfleckenkammbarsch als Beifang. Gerade bei der großen Elritze, die kennen wir ja hiervon schon aus Florida auf die einzigartigen. Der Shiner klappt natürlich auch. Ansonsten hier die Halloween-Köder, die ihr noch über habt. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich in diesem Video die Augenfleckenkammbarsche möglichst vermeiden. Und hiermit habe ich noch keinen gefangen. Deshalb werden wir das jetzt hiermit weiterführen. Route die Phoenix 450, Eximanto 5500 als Rolle, 023 geflochten. Dicke Pose, 4-0er Haken, denn wir wollen natürlich auch vielleicht einen Trophäenfisch erwischen. Den hatte ich am Vortag schon erwischt, deshalb habe ich jetzt einfach mal hier weitergestellt auf dieselbe Uhrzeit. Ich weiß nicht, ob die spezielle Uhrzeiten haben, aber ich würde mich einfach mal grundsätzlich an dem Diagramm orientieren und dann wird das schon klappen. Ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie seltene Trophäenfische sind. Also kann man die durchaus bestimmt auch zu anderen Zeiten fangen, an denen ich jetzt die angeln werde. 40 cm Tiefe müssen wir hier einstellen, weil 60 ist hier, wie schon bei dem Albino-Knochen, den wir hier gefangen haben, zu tief. Da hängen wir auf Grund fest und das ist nicht so nice. Also mit 40 sind wir auf jeden Fall gut dabei. Da sollte das klappen. Und dann würde ich sagen, so viel zum Equipment und wir gehen ans Wasser. Ach so. Welcher Spot? Können wir noch eben gucken. Das ist der mittlere hier. Ob es hier einen anderen gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Hier gibt es sie auf jeden Fall. Und deshalb werden wir auch hier hingehen. Und laufen erstmal nach vorne zum Steg. Und dann ziehen wir da Richtung dem großen Baum. Einfach vor die Krautkante. Aber ihr könnt auch hier irgendwo vor die Krautkante ziehen. Das ist ein bisschen wie bei der einzigartigen. Jeder hat da seinen favorisierten Spot, auf den er schwört. Aber wirklich einen Unterschied macht's nicht. Deshalb halb so wild, wohin ihr genau werft. Hauptsache ist kein Hänger. Ich hole noch ein bisschen ein, damit ich nicht so ganz im Kraut stehe, sondern so ein bisschen davor. Und dann heißt es abwarten, bis der erste Biss kommt. Und vielleicht haben wir Glück. Und es wird ein Trophäenfisch. Auch die werden nicht so groß wie der in Missouri natürlich. Eher so auf dem Niveau von dem in North Carolina, wobei die hier wesentlich dicker aussehen. Ich weiß nicht, ob das in North Carolina irgendwie ein Fehler ist, weil auch das Bild in dem im Kescher sieht auf jeden Fall verbuggt aus. Aber weiß ich halt nicht, ob die das dann auf die Textur innerhalb des Spiels auch irgendwie angepasst haben, beziehungsweise ob die fehlerhaft ist. Auf jeden Fall sehen die hier mit 2 bis 6 Kilo wesentlich dicker aus als die dünnen Dinger in North Carolina. Aber was davon Absicht ist und was nicht, werden wir dann in den nächsten Wochen bzw. beim nächsten Patch dann sehen. Aber erstmal heißt es hier abwarten. Manchmal lassen sie sich ein bisschen Zeit beim Biss. Da kommt dann relativ wenig. Aber jetzt haben wir den kurzen Leck gehabt. Und dann kommt auch der Zupfer hier. Beziehungsweise erstmal der Ausschlag und der Zupfer wird gleich kommen. Und dann hoffen wir, dass er den Köder vielleicht nimmt. Es kann natürlich sein, dass der jetzt abhaut. Weil wir den 4-0er Haken drauf haben. Ja, das ist er weg. Ah, da kommt er doch wieder, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall erstmal viele Fehlbisse kriegen, weil die ganzen kleinen Fische den nicht schlucken werden. Aber das hier könnte tatsächlich schon der erste Trophy sein. Und dann kann ich von mir aus auch den Haken kurz mal verkleinern, damit wir ein paar mehr Bisse bekommen. Aber wirklich viel kämpfen tun nicht. Kann man kurz die Bremse ein bisschen härter einstellen.
Boah, die Erkältung, die will einfach nicht weggehen. Der Husten, der plagt mich jetzt schon ein paar Tage. Aber irgendwann muss es ja mal besser werden. So lange müssen wir halt damit irgendwie das Leben. Also entschuldigt das bitte. So, und da haben wir den Florida Knochenhecht in Trophäengröße, 1 Meter lang, 6,7 Kilo, 62 Erfahrungspunkte, also nicht ganz so viel. Aber wir sehen schon, auf jeden Fall sieht der erstmal viel schicker aus mit den Punkten und der ganzen Textur als der silberne Gretenstrahler in Carolina. Das ist ja gar nichts, was da an Knochenhecht zu fangen ist. Das ist ja mehr so ein Fischstäbchen gehackt und zerwürfelt und durch einen Fleischwolf gedreht und daraus eine Wurst gemacht. Aber der hier auf jeden Fall sehr viel schöner. Und deshalb packen wir den mal kurz ein und können uns auch direkt angucken, was der an Money bringt. $34, also reich werden wir damit auch nicht. Aber gut. Hauptsache mal gefangen, würde ich sagen. Und dann werfen wir wieder an die gleiche Stelle. Ich wollte jetzt den Haken ändern, aber hab ich vergessen. Also gucken wir mal, ob wir noch einen Trophäenfisch erwischen. Heute kam auch irgendein Update, aber ich weiß gar nicht, was genau war, nur ein paar Bugfixes und sowas. Nix Wildes. Dafür müssten nicht mal die Server runtergenommen werden. Vielleicht haben sie das mit den Hängern wieder geändert oder so, weil sich darüber doch einige beschwert hatten. Aber ich habe das noch nicht ausprobiert, hier Spinn zu fischen. Nach dem Update. Also kann ich dazu noch nichts sagen. Hier passiert auch wieder mal nichts. Bisschen Ruhe hier. Und wenn gleich einer kommt, dann haben wir natürlich wieder den Fehlbiss wahrscheinlich. Aber was soll's. Da kommt was. Mit bisschen Geduld wird das schon. Boah, schwer einzuschätzen, ob dessen sieht eher nach normalen aus, aber der zieht auch ab. Gucken wir mal, was das wird. Ja, ich glaube, das ist normaler. Also kann schon passieren, dass die normalen auch den Haken nehmen. Aber die meisten, die lassen ihn dann doch eher los. Und da haben wir den normalen 2,7 Kilo Florida Knochenhecht auch in der Tasche. Bringt natürlich erst recht wenig Erfahrungspunkte. Also leveln kann man damit nicht in Florida, das kann man echt vergessen. Das lohnt sich überhaupt nicht. Und er bringt $14, also noch weniger sogar. Aber ich kann mal kurz gucken, ob die das Bild hier drin haben. Trophäen, 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 der muss irgendwo unten sein, oder? Bla bla, bla bla, gemeiner Knochenhecht. Ne, hier sieht das Bild tatsächlich... Oder haben die das gefixt jetzt mit dem letzten Patch? Das kann natürlich sein. Ja gut, hätte ich gedacht, dass das irgendwie hier auch zu sehen ist, dass das Bild verbuggt ist. Im Cacher war es auf jeden Fall letztes Mal verbuggt, aber kann natürlich sein, dass sie das heute wieder zurückgeändert haben und jetzt alles seine Richtigkeit hat. Wäre natürlich dann interessant zu sehen, ob das in-game auch so ist. Also mache ich da vielleicht nochmal einen Abstecher hin und gucke mir das nochmal an. Aber ein extra Video mache ich dafür nicht. Dafür sind die zu unspektakulär. Dann lieber nochmal den in Mystery. Denn den kann man tatsächlich auch mit dem Crankbait fangen. Beziehungsweise mit Kunstködern überhaupt. Weiß nicht, ob ich das auch nochmal versuchen werde. Also ich habe schon welche damit gefangen, aber noch nicht auf Video. Muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das nochmal extra machen soll. Wenn ja, ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es noch sehen wollt. Da bin ich natürlich offen zu. Das könnt ihr immer gerne machen. Und dann werde ich mir das mal angucken. Wahrscheinlich kann man die hier sogar auch mit Crankbait fangen. Denn die anderen beiden kann man auf jeden Fall so fangen. Also warum nicht den hier auch? Können wir ja gleich mal versuchen. Denn mit Pose wird sich jetzt hier nicht mehr viel tun. Wir werden Fehlbisse bekommen, weil ich schon wieder vergessen habe, die Haken zu ändern. Aber da müssen wir jetzt einfach auf den nächsten Trophy hoffen, der da kommt. Oder auf den
klein mit dem großen Maul. Davon gibt es hier bestimmt auch genug. Ihr müsst doch gar nicht da hinten an die Seerosen werfen, also ihr könnt auch hier rechts vom Steg in die Seerosen oder links vom Steg in die Seerosen. Eigentlich stehen die überall an den Seerosen hier. Deshalb könnte es durchaus sein, dass sie an den anderen Spots auch vorhanden sind, weil da auch mal Seerosen sind. Aber das könnt ihr dann gerne selber ausprobieren und da mal vorbeischauen. Aber das dauert jetzt hier unendlich lange ohne einen einzigen Biss. Da kommt noch mal was. Gucken wir mal, ob der den Köder nimmt. Ja, der nimmt ihn. Dann gucken wir mal, was das für einer wird, aber ist auch normaler. Also der Trophy, der möchte sich nicht mehr zeigen, aber einen haben wir ja schon. Also haben wir zumindest schon mal gesehen, dass sie sich so fangen lässt mit Schnittköder. Und ziehen noch den zweiten normalen raus. Dann können wir einfach mal hier umschalten. Ich weiß nicht, auf welche Route, auf welche Nummer ich das gelegt habe. 4. Gucken wir mal kurz. Crankbait, tatsächlich. Dann versuchen wir mal unser Glück, würde ich sagen. Schön an dieselbe Stelle. Wahrscheinlich ins Kraut rein und wir haben gleich den Hänger. Aber noch ist alles gut. Dann werden wir versuchen, so einen Fisch zu überlisten. Aber ich wollte gerade sagen, die werden hier wahrscheinlich direkt am Grund anschlagen, auch wenn er nur 1 Meter Tiefgang hat. So tief ist das da hier nicht. Ich weiß auch jetzt nicht, bis wohin die beißen. Ich werde jetzt einfach mal hier durchangeln und schauen, was passiert. Vielleicht kriegen wir sogar noch eher einen Augenfleck-Kambarsch dran als ein Knochenecht. Das kann natürlich passieren, wenn wir mit Kunstköder hier angeln oder was weiß ich, Forellenbarsche gibt es hier natürlich auch. Die könnten uns dann wieder den Strich durch die Rechnung machen, wie in North Carolina auch schon. Aber ich werde das jetzt trotzdem mal versuchen und gucken, was dabei am Ende rauskommt. Jedes Mal, wenn der Köder auftaucht und ich die Ringe an der Oberfläche sehe, dann denke ich, da ist ein Fisch darunter, der da lauert, aber leider ist das nicht der Fall. Also nochmal neu ins Kraut rein. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass sie hier ein paar Krautköder einführen, wie so Gummifrösche oder so, die man schön übers Kraut ziehen kann. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Gerade in den USA angeln ja doch relativ viele damit auf Forellenbarsche. Also, warum nicht auch hier in-game? Aber kommt mit Sicherheit alles noch. Gerade wenn die Boote dazukommen oder so, dann kommt da bestimmt noch ein bisschen mehr an Ködern. Vielleicht sogar Vertikalfische oder Dropshot oder irgendwie sowas. Wäre natürlich auch nice, aber hier haben wir tatsächlich jetzt den Augenflecken-Kammbarsch an der Leine. Normalgröße packen wir einfach mal ein. Und gucken, ob wir nicht doch noch ein Knochenecht finden. Aber ich wundere mich, dass ich jetzt keine Hänger bekomme. Aber ich habe da eigentlich immer zu weit geworfen, immer ins Kraut rein. Also könnte durchaus sein, dass sie tatsächlich was daran gefixt haben. Aber egal, wie lange ich da auch da hinten kurbel, ich komme einfach nicht tiefer, weil ich eben im Kraut drin bin. Also ist das quasi fast wie Oberflächenangeln. Da mal ein Biss. Gucken wir mal, was es diesmal wird. Ja, das sieht schon wieder nach einem Barsch aus. Ja. Obwohl er so weit hinten gebissen hat, hätte ich vielleicht gedacht, ah, vielleicht haben wir Glück und das wird einer. Aber das war leider nur Wunschdenken. Aber wir versuchen es einfach weiter. Und jetzt haben wir den Hänger.
Na gut. Dann machen wir mal ein bisschen Spannung auf, bis der sich löst. Zack, da sind wir schon raus. Und dann schön weiter einkurbeln und hoffen, dass sich doch noch einer zeigt. Da ist er. Gucken wir mal, was das wird. Aber das sieht auch schon in einem Barsch aus. Also die lassen sich auch an dem Material jetzt hier natürlich relativ easy drillen. Wobei der macht schon ein bisschen mehr Dampf, aber ne, ist auch ein Barsch. Alles Barsche hier. Ah, okay, war ein Trophäenfisch. Oh, ich habe nicht mal die Lizenz dafür. Hervorragend. Gut vorbereitet auf jeden Fall. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir auch Trophäen-Augenfleckenkammbarsche mit dem Crankbait angeln können. Bringt mir aber relativ wenig, weil ich den nicht fangen will. Also, einen Versuch gebe ich dem Köder jetzt noch hier. Wenn nicht, dann können wir auf jeden Fall festhalten, dass das der absolute Scheißköder für die ist. Das möchte ich mal direkt so sagen. Weil, wenn wir die gezielt fangen wollen, dann haben wir tatsächlich wahrscheinlich nur die Möglichkeit, den mit der Pose zu befischen. Denn mit Kunstköder ist das hier natürlich relativ hohes Risiko, dann halt die Barsche als Beifang zu erwischen. Vielleicht gibt es andere Kunstköder, die für die Knochennächte speziell funktionieren und die von den Barschen gemieden werden. Aber das weiß ich nicht. Da könnt ihr mich gerne aufklären, wenn es das geben sollte. Vielleicht auch der Casting Spoon. Der geht in North Carolina auch, aber ich denke, da gehen die Barsche auch dran. Und da haben wir nochmal was. Aber das ist auch der nächste Augenfleckenkammbarsch. Also Kunstköder werde ich jetzt hier mal sein lassen. Packe ich ein und dann hole ich nochmal die Posenrute raus. Aber mit einem kleineren Haken diesmal. Dazu scrollen wir mal kurz nach oben. So. 2-0er Haken. Passt dann auch für die kleineren, die den dann easy schlucken können. Und dann sollten wir die auch mal verwerten und nicht immer Fehlbisse von dem bekommen. So, einmal da Richtung Baum raus. Ja, jetzt sind wir natürlich im Kraut mittendrin. Hole ich mal kurz ein bisschen näher. So, das sollte passen. Und dann gucken wir mal, wann sich da der erste Knochenhecht verirrt zu unserem Köder. Da kommt er auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Könnte sogar. Ja, na. Sah gerade ein bisschen so aus wie ein Trophy. Aber ich will jetzt auch nicht beschwören. Wir werden es einfach sehen, wenn er anbeißt. Falls er überhaupt dazu Lust hat. Das tut er, jawohl. Ja, das ist, glaube ich, ein Trophy. Also auch auf den 2-0er Haken gehen die natürlich, aber der 4-0er ist halt selektiver. Wenn man gezielt auf Trophies angeln will, warum auch immer. Weil von XP her lohnt sich das natürlich nicht, vom Geld auch nicht. Also vielleicht einfach für seine Statistik, dass man den haben will, dann ruhig den größeren Haken dran machen. Und dann drillen wir den hier noch schnell aus. Na komm, mein Kleiner. Das werde ich nicht so. Und da haben wir einen 6,6 Kilo, 1 Meter lang, rein in die Tasche mit dir. Für den in Missouri, für den Trophäenfisch, gibt es tatsächlich auch einen Kescher. Habe ich natürlich sehr gut vorbereitet, wie ich bin, nachgeguckt. 3 Tage später. Aber der ist tatsächlich, beziehungsweise das ist der Stringer, den es dafür gibt. Und ich bin nicht so der Freund davon, weil ich lieber mit den Netzen angeln möchte, um die Fische auch eventuell freilassen zu können. Aber na gut,
Muss ich mir vielleicht mal dann zulegen. Der trägt bis 120 Kilo und das maximale Fischgewicht ist auch 120 Kilo. Deshalb ist das durchaus eine Überlegung wert, den halt mal dafür zu kaufen, weil sonst... Also ich würde die halt schon gerne noch weiterfangen in Missouri, aber wenn ich die halt nicht mitnehmen kann, ist auch ein bisschen scheiße. Da muss ich dann wohl mal den sauren Apfel beißen und den extra für da diesen Stringer kaufen. Aber gut, wieder 3.500 weg. Von meinem Reichtum macht natürlich auch nichts. Aber hier an der Stelle sehen wir zumindest, dass die Fische dann auch da anbeißen und man teilweise dann so die Ringe direkt unter der Oberfläche sieht. Auch die Fische kann man teilweise sehen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hinterher aussehen wird, wenn das bei YouTube nochmal skaliert wird. Aber wenn ihr da selber mal die Rute hinwerft, die Pose, dann könnt ihr dann durchaus die Fische beobachten. Ihr könnt ja auch hier vorne irgendwo vor die Füße werfen. Dann könnt ihr die auch angeschwommen kommen sehen. Ja, ich hoffe, das war jetzt richtig formuliert. Ich war gerade irgendwie so ein bisschen verwirrt. Aber halt auch an der Stelle könnt ihr die durchaus auffangen. Wie schon erwähnt, deshalb wollte ich das jetzt mal da versuchen. Einer kam auch schon, der ist halt wieder weggeschwommen. Und dann müssen wir mal hoffen, dass noch ein zweiter sich zu uns gesellen möchte. Aber der scheint da gerade wenig von zu halten. Nee, da kommt leider erstmal jetzt gar nichts. Ich kann mal kurz hier anzupfen. Vielleicht nochmal einen Fisch provozieren. Aber gebracht hat das auch nichts. Weil es ist auch richtig schwer zu sehen, ob da... Ich glaube, jetzt schlägt was aus. Ja, ja. Oh ja, richtig schwer zu sehen teilweise, wenn die Wasserspiegelung dahinter ist. Aber jetzt zieht er natürlich ab, dann wissen wir es auf jeden Fall. Dann können wir den mal easy hier rausziehen. Da haben wir nochmal ein 2,4 Kilo Florida Knochenhecht. Also, fangen können wir die mit dem großen Schnittköder spezifisch nur die. Und... damit können wir dann halt auch die Augenfleckenkammbarsche vermeiden. Also wer die hier fangen will, dann unbedingt darauf achten, den Köder so zu verwenden, dass ihr da keinen Beifang habt. Ansonsten finde ich, schöner Fisch. Lohn tut er sich aber leider nicht. Aber immerhin, schön aussehen. Kann auch nicht jeder. Deshalb hat er immerhin etwas. Ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall Feierabend an der Stelle. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, im anderen Video wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen, sage Petri Heil und bis zum nächsten Mal.